Das Nichtwissen, wie man eine Beziehung führt, hat mich meine Ehe gekostet. Wenn die Polarität weggeht, dann geht die Sexualität weg. Es war sehr traumatisch, weißt du. Ich habe mich wirklich ein Jahr lang zu Hause eingesperrt und habe mich nur diesem Thema gewidmet. Das ist der Zeitpunkt, wo du in die Spiritualität gehst. Wir müssen uns zuerst zu dem Mann entwickeln, der in uns steckt. Und das dauert unter Umständen Jahre. Männer und Frauen sind mehr verschieden, als sie gleich sind. Bist du nicht auch schon angezogen worden durch diese toxischen Frauen? Safe. Bester Sex, aber du drehst halt durch. Das ist so ein Tabuthema, wo ich mich auch lange drum gedrückt habe, weil das ganz tief in unserem Kopf verankert ist. Das tut man nicht, ja? Dass Männer in der Ehe noch Sex mit anderen Frauen haben. Ich bin der Highest im Club. Ich stell mir noch ein Glas, ja, sie wackelt mit dem Arsch und sie drückt mich ans Fenster. Was ich noch sagen wollte ist, ich bin zum Beispiel jemand, der genau das, so wie du eigentlich erzählt hast, durchhat, dass ich eigentlich in meinen frühen 20ern und im Jugendalter gute, positive Erfahrungen mit Frauen gemacht habe und dann eigentlich gut gefestigt war in mir selber. Nur das, was mir gefehlt hat, war halt Erfahrung mit Beziehungen. Ich bin mit 27 oder 28 dann das erste Mal in eine Beziehung reingegangen und habe dann trotzdem diese gleichen Fehler gemacht wie Männer, die vielleicht negativ, gar keine Erfahrung oder negative Erfahrung mit Frauen hatten. Hab dann trotzdem die gleichen Fehler gemacht, weil ich einfach nicht genau wusste, wie funktioniert das hier? Weißt du, was ich meine so? Ich habe keinen Vater gehabt, der mir das irgendwie beigebracht hat. Man hat sich natürlich hier und da mal was reingezogen oder angeschaut, aber ich habe ich wusste gar nicht genau, okay, wie funktioniert das jetzt hier? Feminin, maskulin, wer muss welche Grenzen, wo sollte ich nicht zulassen, dass sie gewisse Sachen tut, wenn ich das nicht fühle und so. Das habe ich erst nach meiner ersten Beziehung gelernt, muss ich sagen. Hör nicht auf, weiter zu lernen, weil das war der Punkt, wieso, dass ich überhaupt angefangen habe, mit Männern exklusiv zu arbeiten, weil das Nichtwissen, wie man eine Beziehung führt, hat mich meine Ehe gekostet. Ja. Ich hatte eine tolle Frau, wirklich, wir waren so ein Dream Couple, wir hatten immer Spaß, also die Liebe, an der hat es nicht gelegen, ja. Was bei uns flöten gegangen ist, war die Polarität. Das Maskulin-Feminine. Wenn du plötzlich zu Freunden wirst oder Geschäftspartnern wirst, wie in unserem Fall, ist es so, du kannst eine super Zeit haben. Du kannst zusammen lachen, du kannst zusammen arbeiten, viel Zeit miteinander verbringen, dieselben Interessen. Aber wenn die Polarität weggeht, dann geht die Sexualität weg. Okay? Damit die Frau dich geil findet und du die Frau geil findest, ist es so, dass ihr entsprechend in eurer Kraft sein müsst. Du musst in deinem Maskulin sein, sie muss in ihrem Femininen sein. Und zusätzlich ist es so, du musst sie geil finden, sie muss dich respektieren. Okay? Und wenn du das nicht hast, diese Polarität nicht hast, und jetzt seid ihr einfach zu so quasi Freunden, Geschäftspartnern, dann ist es so, dass du sie nicht gerne fixst. Dann ist es so, dass du Sex hast aus Verpflichtung. Also, weil du so sagst, eigentlich müsste ich ja Sex haben wollen und dann ist es so, dass ihr euch das in den Kalender eintragt und dann regelmäßig jeden Samstag dieselbe Reihenfolge habt, dieselben Minuten lang Sex habt. Das artet dann plötzlich in mechanischem Sex aus, wo seelenlos ist. Und das ist bei mir passiert und das haben wir versucht zu reparieren, indem dass wir haben es erkannt. Wir haben gesagt, okay, was können wir machen? Ja, gehen wir zu Therapeuten. War bei Psychologen, Sexualtherapie, Paartherapie. Wir waren bei 4 verschiedenen Therapeuten über mehrere Jahre und das, was wir mitbekommen haben, war Katastrophe. Die haben keine Ahnung über maskulin, feminin, wie man eine Partnerschaft führt. Keine Ahnung. Ja, das ist ähnlich wie bei der Massage. Du gehst einfach dahin und sagst, bei mir tut es genau hier weh. Und die fangen einfach mal beim Fuß an und machen ihr Ding. Aber die gehen nicht direkt an die Ursache. Sie sehen das nicht. Sie erkennen das nicht. Krass. Erfahrung sorgt für Kongruenz und sorgt für Vertrauen. Wenn ich mit dir rede und wir über Probleme reden, kann ich dir Buchwissen weitervermitteln, aber das ist nicht wirklich jetzt etwas, wo du spürst, dass ich weiß, wovon ich rede. Aber wenn du selber da durch bist, ja, und dann spürst du den Schmerz im anderen Menschen, das resoniert. Wenn jetzt auch finanziell, wenn jetzt jemand einfach vom Papa Geld geerbt hat und er den Menschen erklären möchte, wie man finanziell unabhängig und frei wird, ist das nicht dasselbe wie jemand, der durch die Scheiße ist, der selber immer wieder auf die Nase gefallen ist und entsprechend von diesem Standpunkt etwas weitergibt? Ja. Ja.
Also bei uns war es dann so, dass wir tatsächlich also die Ehe nicht mehr retten konnten, weil einfach zu viel kaputt gegangen ist. Wir mögen uns immer noch. Wir sind immer noch in Kontakt mit meiner Ex-Frau, die ist jetzt glücklich mit einem anderen Mann. Und es war auch nicht so, dass ich so Ego, die Beziehung war schon lange fertig. Wir wurden schon lange zu Bruder und Schwester sozusagen. Aber wir haben es so exzessiv in die Länge gezogen. Und irgendwann mal habe ich dann gesagt, hey, ich bin noch zu jung, um einfach für die nächsten 30 Jahre ein sexloses Dasein zu führen. Und nachdem wir auseinandergegangen sind, ging es circa 3-4 Monate, ist sie auch auf mich zugekommen und hat gesagt, das war wahrscheinlich die beste Entscheidung, gesündeste Entscheidung für uns. Mhm. Es war sehr traumatisch, weißt du, ich habe mich wirklich ein Jahr lang zu Hause eingesperrt und habe mich nur diesem Thema gewidmet. So wirklich, krass. Ich wollte verstehen, wieso das nicht funktioniert hat. Ich habe Bücher gelesen. Wie lange wart ihr verheiratet? Videos. 10 Jahre. 10 Jahre, krass. Ja. Krass. Und das hat dann dazu geführt, dass ich wirklich sehr vieles dann verstanden habe. Heute ist es so, ich sage nicht etwas, was ich jetzt aus einem YouTube-Video höre. Vielleicht habe ich da auch ein bisschen Inputs bekommen, aber alles, was ich sage, ist kommt wirklich aus einem Ort, wo ich weiß, wieso, was das die Probleme sind, wohin das diese Probleme hinführen können. Und es liegt mir wirklich am Herzen, dass ich den Leuten, die zuhören, helfe. Weil das kann dein Leben ruinieren. Wir hatten Glück. Wir hatten keine Kinder. Wenn du Kinder hast, ist es noch viel schwieriger, aus dieser Kacke rauszukommen. Viel schwieriger. Aber der Preis, wenn du es nicht machst, ist, die Kinder, die bekommen keine positiven Vorbilder. Die werden nicht glücklich. Ja, wenn du es nicht hinbekommst und dein Leben ist, für was lebst du? Dass du einfach nur jetzt jeden Tag so einfach nur wie eine Pflanze überlebst und dann deine Rechnungen bezahlst, Miete, einmal im Jahr vielleicht nach Ibiza in Urlaub fliegst, ist das Leben? Leben geht um Wachstum. Leben geht es darum, dass man lernt und dann entsprechend was draus macht und entsprechend weiter mehr erlebt, mehr sieht, mehr hört, mehr riecht, mehr empfindet. Und danach sich satt gesehen hat, satt empfunden hat und dann geht's weiter und weiter und weiter. Und irgendwann mal kommt der Zeitpunkt, wo du merkst im Alter, diese Welt kann mich nicht mehr erfüllen. Ich habe schon so viel erlebt und so viel gesehen. Ich habe an Orten gelebt, wo ich Orten leben wollte, Autos gefahren, Frauen gepoppt etc. Dann merkst du, das wird mich nicht erfüllen, das wird mich nicht glücklich machen. Das ist der Zeitpunkt, wo du dann merkst, dass es mehr gibt, als dass dir diese Welt geben kann. Das ist der Zeitpunkt, wo du in die Spiritualität gehst. Und nicht als Strategie mit 19, wo du sagst, ich bekomme keine Frauen, also werde ich spirituell. Geil, Alter. Ich feiere das gerade, das Gespräch, voll ab, weil ich glaube, es gibt viele Männer da draußen oder generell auch Frauen, die damit voll resonieren können, so weißt du. Weil ich sag dir ehrlich, das, was du eben beschrieben hast mit deiner Ehe, das war im Kleinen genauso wie meine Beziehung. Genauso, wie du es beschrieben hast. Nicht zu wissen, wie gehe ich mit meiner Maskulinität um dann so in eine Beziehung reinzustolpern und dann genau das zu merken, was du eben gesagt hast, dass man immer mehr befreundet wird, dass der sexuelle Charakter immer mehr rausgeht aus der Beziehung und dass eigentlich eine Beziehung, dass die Beziehung eigentlich nur daran scheitert, dass ich das nicht von Anfang an wusste, weil ich sag dir auch, wie es ist, wie du es auch gesagt hast, ich mag die Frau auch immer noch, also so vom Herz her, ja. Die Liebe geht ja nicht einfach weg so. Weißt du? Man hat es halt nur leider versaut, weil man nicht genau wusste, wie geht man in der Beziehung, also wie geht man daran an die Sache und wie lerne ich mich selber richtig kennen, so, weißt du? Crazy. Ja. Oft ist es so, dass ich habe mir früher immer gesagt, ich will nur eine Frau haben. Ich will nur einmal in eine Beziehung gehen und die Frau will ich auch heiraten. Das war immer, das habe ich mir früher immer selber vorgenommen. Und dann habe ich gedacht, dass ich die Frau gefunden habe und dann habe ich in der Beziehung gemerkt, so, Bruder, du hast kein, also weißt du, was ich meine? Im Nachhinein gemerkt, so, hey, Dicker, du hast keine Ahnung gehabt, wie das überhaupt funktioniert. Weißt du, das, ich will eine Frau haben, das ist ein Mangeldenken, weil man gar keine Frauen hat. Und das ist so ideal. Männer sind unglaublich idealistisch, wenn es um die Liebe geht. Wir sind die wahren Romantiker. Als wir damals mit 14, 15, 17 uns verliebt haben, dann wir wollten alles geben. Das Problem ist, wir haben nicht viel zu geben. Wir sind noch nicht gemachte Männer. Das bedeutet, wir haben die Bürde der Leistung. Wir müssen uns zuerst zu dem Mann entwickeln, der in uns steckt. Und das dauert unter Umständen Jahre. Okay? An dem Zeitpunkt, wo du aber dieser Mann bist, dann ist es entsprechend so, dass du
mehr zu geben hast, der Welt, den Frauen, deiner Familie. Und bei der Beziehung, das, was passiert ist, wenn man noch nicht viel zu geben hat, noch nicht irgendwie auch sich selber bewusst ist, ob jetzt Mann oder Frau ist, sei dahingestellt, ist es so, dass die meisten versuchen, die Frau zu rationalisieren, also zu seiner Seite, so zur eigenen Seite zu ziehen, indem dass man halt sie auf eine logische Art und Weise behandelt. Ja, du probierst ihre Probleme zu lösen, du bist rational und die Frau will dich auf die feminine Seite ziehen, zu ihrer Seite, versteht auch nicht, dass du eigentlich als Mann gut bist und will dich emotional dann entsprechend also auf ihrer Seite haben. Und das ist so, wie wenn Hund und Katze miteinander reden. Die Art und Weise, wie wir reden, ist grundauf verschieden. Wir Männer denken, wenn ich dieses Problem anspreche, ihr nur gut genug erkläre, dass sie es versteht, ja, dann ist es so, dass ich dieses Problem nie mehr wieder haben werde. Okay, dann machst du das. Wie oft ist es dann passiert, dass du plötzlich aus verschiedenen Winkeln das selber erzählt hast? Sie hat es eigentlich verstanden, rational, logisch, aber du bist dann verzweifeln, weil sie dann immer wieder mit demselben kommt und sagt, aber. Und dann tischt sie dir wieder dasselbe auf, was du schon 40 Mal schon bearbeitet hast. Wir reden voll aufeinander vorbei, gell? Voll, weil sie will nicht im Grunde genommen das Problem gelöst haben. Okay, sie braucht jetzt emotionale Stabilität. Sie will jetzt den Fels in der Brandung haben. Ja, das ist, Männer und Frauen sind mehr verschieden, als sie gleich sind. Die Art und Weise, wie du Stress abbaust, ist Fokus. Wir Männer müssen uns abschotten. Den Fokus kannst du haben, indem dass du sagst, okay, ich muss jetzt ein bisschen runterkommen. Entweder schaust du ein Fußballspiel, gehst trainieren, hast deine Kopfhörer an oder haust in den Boxsack. Fokus, zurückziehen. Mhm. Frauen, die schütten das Oxytocin aus, wenn sie in sozialen Gruppen sind, wenn sie darüber reden, wie ihr Tag war. Das heißt, wenn du jetzt Stress hast und Stress abbauen möchtest und sie Stress hat und Stress abbauen möchte und ihr aufeinander zukommt, dann ist es so, dass sie kommt und sagt, ah, so Schatz, was machst du, was denkst du gerade? Und du sagst, nichts. Ja, wie nichts? Nichts geht doch gar nicht. Sag, ja, wirklich nichts. Ja, lügt mich nicht an. Und sie will eigentlich Stress abbauen und reden. Du willst Stress abbauen und entsprechend willst du ruhig sein, zurückziehen. Nur habt ihr zwei verschiedene Strategien, die sich beißen. Und das ist nur ein kleines Beispiel. Wir könnten in jeder Lebenslage da reingehen. Sei es jetzt Sexualität, Freundschaft. Es ist sehr interessant, wie Frauen anders sind wie Männer. Und die Art und Weise, wie du damit umgehen kannst, ist grundsätzlich, wenn du es weißt, wie du Frauen sind, sie nicht dafür hasst. Das ist ganz wichtig. Frauen sind gut, wie sie sind, schön, wie sie sind. Aber du musst sie verstehen. Du kannst nicht einfach sagen, okay, aber ich mag kein Chaos. Chaos ist geil. Ohne Chaos wäre es langweilig. Dann hättest du einen Mann an deiner Seite, der rational einfach nur mit dir das logisch macht, was du gerne möchtest. Das wäre voll langweilig. Wir lieben. Bist du nicht auch schon angezogen worden durch diese toxischen Frauen? Safe. Die sind richtig Stress, gut im Bett. Die Stress machen. Ja. Voll. Leider zu bester oft. Sex, leider zu oft. Bester Sex, aber du drehst halt durch. Du weißt ganz voll. Ich das kann nicht gut kommen, das Ganze. Ja. Das ist diese feminine Energie. Das ist diese feminine Energie. Das ist einfach super schwierig, teilweise zu bändigen, wenn du nicht in deiner maskulinen Energie bist. Unter Umständen ist es so, dass du schon zu oft zugelassen hast, dass sie deine Grenzen durchschreitet. Und jetzt ist es so, dass der, wie so ein Hund, der schon mal auf den Teppich gepinkelt hat, pinkelt sie überall hin. Aber das liegt an dir, weil du das nicht beherrschst. Du hast einen Kapitalfehler gemacht und jetzt bist du da und musst das auch ausbaden. Ich fühle mich halt auch oft zu diesen Frauen hingezogen, aber merke auch gleichzeitig in dem Alter, in dem ich jetzt bin und gerade auch nach der Beziehung, die ich geführt habe und die Erfahrung, die ich gesammelt habe, dass ich mittlerweile an dem Punkt bin, wo ich auch so eine Frau bändigen könnte, aber ich frage mich dann immer, will ich das überhaupt? Will ich diese Energie da reinstecken? Weißt du, was ich meine? Ich glaube, es ist auch ein schmaler Grad. Ich weiß, was du meinst, aber das ist heutzutage auch schwierig, weil was ich anspreche, ist diese natürliche feminine Energie, das Chaos, das emotionale Auf und Ab. Mhm. Ich rede nicht von Frauen, die teilweise degeneriert sind und für die ist es absolut in Ordnung, dass man Party macht,
Absturz, 50 Sexualpartner. Also diese Frauen willst du nicht bändigen. Diese Frauen belong to the street. Also unterm Strich, das ist eine Entscheidung, die sie für sich gefällt haben. Und die musst du auch entsprechend so behandeln. Aber ja, was willst du da machen? Das sind soziale Normen. Das gab es in der Vergangenheit nicht. Zu meiner Zeit sind wir nicht durch die Straßen gelaufen und haben über nasse Hintern und Pussys geredet. Also wet ass Pussy haben wir nicht. Heute wird das auf den Charts auf und runter gespielt. Mhm. Die Zeit hat sich verändert. Die ganze Programmierung hat andere Formen angenommen. Heute ist es so. Was macht man als kleiner Tipp vielleicht? Was macht man? Sag erstmal zu Ende. Heute ist es so. Heute ist es so, dass die Frauen einfach auch, ich sage jetzt mal, dazu ermutigt werden, dass sie ihr alle Grenzen durchbrechen. Also zu viel kaputt machen dann. Was machst du als Mann, wenn du dich auch zu diesen Frauen, die eigentlich auf die Streets gehören, hingezogen fühlst? Oh, die sind die Besten. Wollte ich nämlich gerade sagen. Du fühlst dich zu denen hergezogen, aber du willst nicht eine mit nach Hause nehmen, wo du weißt, die hatte schon gefühlt einen Gangbang hinter sich. Du willst nicht dann zu den Eltern und sagen, das ist meine die Mutter meiner Kinder. Mit denen hast du Spaß. Aber ehrlichen Spaß. Also da klar, das ist auch ein bisschen jetzt, so schwierig, wenn du zu ehrlich bist. Ja, da bin ich ehrlich, da bin ich straight. Also da bin ich, wenn ich weiß, dass es jetzt keine Frau ist, die irgendwie Potenzial hat, dann spiele ich hier auch keinen vor, dass hier irgendwie mehr möglich ist als das, was wir hier gerade machen, so, weißt du? Und das ist ja, klar, aber du kannst nicht da zu ihr hin und sagen, ey, Lust auf Sex, das macht keine Frau mit. So, also, du musst natürlich schon charmant smooth reinkommen, auf jeden Fall in die Nummer. Was ist, wenn ich eine Beziehung habe mit einer Frau, wo ich auch wirklich das Gefühl habe, das ist eine gute Frau, die passt zu mir, die kann ich auch ohne Gewissensbisse meinen Eltern vorstellen. Alles nice. Und dann vermisse ich diese Girls, die auf die Street gehören, sage ich mal so, weißt du, als Mann. Okay. Wie geht man damit um? Also, was ich jetzt wenn da sage, mal wieder, das ist, wenn da mal wieder diese, naja. Du weißt, wenn da mal wieder das Feuer angeht und sagt so, oh. Wenn das Feuer nicht angeht, bist du kein gesunder Mann. Weißt du, das ist so ein Tabuthema, wo ich mich auch lange drum gedrückt habe, weil das ganz tief in unserem Kopf verankert ist, das tut man nicht, ja. Mhm. So dass Männer in der Ehe noch Sex mit anderen Frauen haben. Man darf nicht vergessen, die Sexualstrategie von Männern ist eine ganz andere wie das von den Frauen. Die erfolgreichsten Männer, die besten Männer, die Feldherren, die Könige, Sultans etc., die hatten ganz viele Konkubinen und Frauen. Und diese Frauen, die wurden nicht irgendwie jetzt entführt. Die haben das freiwillig gemacht. Vor 10.000 Jahren gab es einen unglaublichen Einsturz in der Fortpflanzung von Männern. Bis 50.000 Jahre zuvor war es so, Männer und Frauen haben sich plus minus gleich oft gepaart und vermehrt. Man kann das in den Knochen, in der DNA kann man das nachforschen. Dann vor 10.000 Jahren mit Anfang der Agrarwirtschaft, wo es plötzlich so war, dass einigen vieles gehört hat, Felder und so Reichtum und so weiter, dann gab es plötzlich einen Wandel. Die Frauen haben sich für die Männer entschieden, die am meisten haben. Das waren eben diese Alphas, die sie diese Sicherheit geboten haben. Vielleicht nicht Alphas, aber das waren halt die Gewinnertypen, die entsprechend Status hatten, mehr Ressourcen hatten. Und deswegen war es so, dass sich damals lediglich 40% der Männer bis zum heutigen Tag weiter quasi fortpflanzen konnten, ihre DNA weitergeben konnten. Heute ist es so, dass wir ein komisches Gefühl haben, wenn wir geil auf eine andere Frau sind. Das wirst du bleiben. Das wirst du bleiben. Und ich frage mal anders. Wenn die Frau sagt, okay, ich will jetzt mit dir, Leon, mit dir zusammen sein, weil du bist genau der Typ, den ich möchte. Mhm. Du bist der Beste, den ich haben kann. Okay, ich habe noch Optionen. Ich könnte jetzt den Burak haben, der ist mir zu alt. Ich könnte den Luigi haben, der ist mir zu dick. Aber ich will genau dich. Also du siehst gut aus, hast den besten Charakter, das beste Potenzial, die Ressourcen stimmen. Ich will genau dich. Okay. Dann ist das ihr Recht, oder? Dass sie dich bekommt, weil das ist ihre Sexualstrategie. Dann geht ihre Strategie eigentlich auf. Wenn sie mich Bingo. Dann bekommt, quasi. Wenn sie dich bekommt. Also, ihre Strategie geht auf, grünes Licht.
deine Strategie ist, dass du sagst, okay, ich will mit dir eine Beziehung, aber ich will auch Sex mit anderen Frauen. Sex. Weil Beziehung und Sex, das sind zwei Paar Schuhe. Wenn sie jetzt sagt, und das werden die meisten Frauen sagen, nein, das werde ich nicht akzeptieren. Es geht schon los hier auch im Chat gerade. Erzähl. Ja klar, kannst du mir gleich erzählen. Aber ja, wenn sie jetzt nein sagst, ist es so, dann ihre Strategie geht auf, deine geht nicht auf. Sie opfert nichts, weil ihre Strategie ist, sie will den Besten, den sie haben kann. Deine Strategie ist nicht, du willst die Beste, die du haben kannst. Du willst so viele, wie du haben kannst. Deswegen geht deine Strategie eigentlich nicht auf. Also abschließend will ich noch sagen, Männer sind unglaublich selektiv, wenn es um die Beziehung geht. Wenn es um Sex geht, sind wir teilweise eklig, Mann. Wir knallen teilweise Frauen, wo wir sagen, okay, weißt du, was muss nicht sein, aber nimm ich mit. Okay? Im Nachhinein denkst du, oh, nie mehr wieder, aber anyway. Haben viele Männer schon so gemacht, das kann ich bestätigen. Ja, so nach Mitternacht, nach ein paar Gläsern Alkohol ist keine hässlich genug. Also wir Männer sind da nicht wirklich so selektiv. Ja. Ja. Bei uns ist es so, bei Sex ist die Hemmschwelle beziehungsweise die Eintrittsschwelle sehr tief. Sehr tief. Ich glaube, es gibt auch nochmal einen Unterschied. Also ich glaube, jeder Mann ist auch ein bisschen verschieden. Weißt du, was ich meine? Der eine legt ein bisschen mehr Wert drauf, auch auf eine Verbindung mit der Frau, der andere ein bisschen weniger. Aber grundsätzlich gebe ich dir recht, dass ich rede jetzt nur über Sex. Keine Verbindung, keine Liebe, keine Zukunft. Nur über ein Wegstecken. Mhm. Ja? Und jetzt ist es so, dass wir, wenn jetzt eine schöne Frau zu dir kommt, du keine negativen Konsequenzen zu befürchten hast und horny bist und sie sagt, willst du poppen? Ich glaube, über 90% der Männer würden sagen, jo, okay, bei Frauen funktioniert es nicht so. Bei Frauen ist es so, dass diese zuerst, ist klar, sie fühlen sich auch angezogen von attraktiven Männern, aber sie müssen aufpassen, wo sie den Sex hingeben, weil der Preis, den sie biologisch dann ausbaden, wenn sie den Sex geben, ist viel höher als das, was wir Männer geben. Also wenn sie schwanger ist, ist sie weg aus dem Markt für eine sehr lange Zeit. Bei der Beziehung ist es aber so, dass wenn die Frau den super Typen hat, mit dem sie Sex hat, ist sie gewillt, super schnell eine Beziehung mit ihr einzugehen. Wie oft hattest du eine Beziehung zu einer Frau, die dann plötzlich emotional wurde, gefragt hat, was sind wir jetzt, wo geht das hin, wo du gemerkt hast, die will mehr als jetzt einfach nur Spaß. Öfters. Sehr oft. Sehr oft. Also meistens. Eigentlich fast. Also jedes Mal. Wenn du öfters was mit einer hast, dann passiert immer. Das fast immer. Ja. Immer. Weil sonst hätte sie nicht öfter Sex mit dir. Ja. Yeah. Okay. Und wenn sie öfter Sex mit dir hat, hast du was. Und dann ist es dann plötzlich so, obwohl sie irgendwie mit dir ihrem Typen fremdgegangen ist, will sie mit dir zusammenkommen. Auch, ja, safe. Ich glaube, auch da gibt's Unterschiede, gerade heutzutage. Viele Frauen haben sich, glaube ich, auch abtrainiert, diese emotionale Verbindung mit Männern haben zu müssen, um mit denen Sex zu haben, weißt du? Also ich glaube, dass es mittlerweile auch viele Frauen gibt, die das auch können, emotionslosen Sex haben mit Männern, so. Aber ich glaube schon, dass es da definitiv einen Unterschied gibt und dass es von Natur aus, vom Instinkt her, von der Genetik her anders ist. Ich glaube schon auch, dass die Frauen heutzutage den Sex genießen können und auch mal Sex ohne Zukunft haben können, aber sie werden nicht einfach so Sex mit irgendeinem Typen haben. Nee. Sie suchen sich schon den Typen aus. Und fühlen sich oft danach manchmal auch, dass es nicht richtig war, so wenn sie das mal gemacht haben. Habe ich die Erfahrung gemacht mit Frauen, wie ich mich unterhalten habe, also ich unterhalte mich auch mit vielen Frauen, wenn die einfach mal so mit einem nach dem Club nach Hause gehen, wo die eigentlich gar nicht richtig was spüren, so, dass die sich danach nicht so gut fühlen, weißt du? Oft. Ja, das ist biologisch in uns drin. Also ich will jetzt nicht für alle Frauen reden. Also nein, das ist, aber wir versuchen das so zu verallgemeinern, sage ich mal. Ich bin auch der Meinung, dass es da immer noch natürlich Grautöne gibt. So, es gibt nicht nur Schwarz und Weiß. Aber genau. Wir versuchen es zu verstehen aus unserer Perspektive, aus unseren Erfahrungen und aus dem, was wir halt zusammengesammelt haben. Was ich einfach sagen wollte, ist, wenn du Sex von einer Frau möchtest und sie dir den gibt, also wir nehmen den wirklich dankend an. Wenn sie aber sagt, ich will eine Beziehung mit dir, Leon, da ist es plötzlich so, dass die Männer die Hürden aufbauen. Da ist es nämlich so, dass einfach ein schöner Arsch nicht ausreicht. Weil sonst wärst du zusammen mit den toxischen Frauen, mit denen du was hattest. Ja. Da schützen wir unser Leben. Ja. Das sind dann die Aspekte, die viele Frauen heutzutage nicht mehr aktiv ausbauen. Diese femininen Attribute. Die bauen sie nicht aus. Das ist genau das, was ihr eigentlich eine
liebevolle Beziehung geben würde, dieses liebliche, fürsorgliche, dass sie auch entsprechende Loyalität, so in dem Sinne, dass nur du in dem Sinne als Mann existierst, ich sag mal gesamtübergreifend, das Feminine, das führt dazu, dass wir dann sagen, okay, ich will diese Attribute für mich. Dann spielt es unter Umständen nicht mal so eine große Rolle, wie geil der Body ist. Klar, ist idealerweise so. Hat sie beides, aber safe. Dann ist es so, dass wir sagen können, mit der Frau will ich meine Zukunft, ein Leben aufbauen, aber nichtdestotrotz, liebe Frauen, seid uns nicht böse, wir können nichts dafür, das macht aus uns keine Teufel oder bösen Menschen. Wenn wir aber einen schönen Hintern, so von einer 25-jährigen beautiful, also schöne Frau sehen, an uns vorbeigehen, dann ist es auch so, dass ein Teil von uns dann auch die flachlegen möchte. Es ist nicht immer so, dass wir aktiv sind und daran gehen, aber das ist immer da. Solange du eine gesunde Hormonproduktion hast, ist es immer da. Und das kontrollieren zu wollen, ist wie wenn ich den Frauen sagen würde, ja, ess doch nie Schokolade. Ja, ess doch keine Schokolade oder keine Süßigkeiten. Ja, das ist, ich weiß, der Vergleich mag hinken, aber das ist viel stärker wie das, was die Frauen kontrollieren müssen. Das ist schwierig nachzuvollziehen. Frauen haben einen 10-mal niedrigeren Testosteronhaushalt wie Männer. Diese Aggressivität, diese Suche nach Sexualität führt dazu, dass wir einen Antrieb haben, was uns konkurrenzfähig macht. Deswegen werden wir erfolgreich in unserem Sport, in unserem Beruf, in den Finanzen, weil wir im Wettbewerb zu den anderen Männern stehen, damit, wenn wir an der Spitze sind, wir auch entsprechend den Zugang zu den Frauen haben. Und wenn wir den Zugang zu den Frauen haben, ist es eben so, dass die Strategie nicht der ist, dass wir sagen, ich nehme mir die eine. Die Biologie sagt, verteil deinen Samen überall hin, okay, damit das biologisch das am meisten Erfolg haben kannst. Und das ist in uns drin und das ist gesund. Und zu deiner Frage, was mache ich mit einer Frau, wenn ich kurz, eine super tolle als, Frau habe? Als Zwischenfrage ganz kurz noch, glaubst du nicht, dass eine gewisse sexuelle Disziplin als Mann auch wichtig ist, dass man da irgendwie schon Kontrolle drüber hat und sich dem Trieb nicht immer folgt, quasi? Wenn wir keine sexuelle Disziplin hätten, würden wir jeden Tag poppen. Mhm. Also wenn wir keine schau mal, Pornoseiten, die sind nicht umsonst nur 99,9% von Männern besucht. Und wir Männer schauen nicht einfach nur den einen Porno immer wieder an. Mhm. Okay? Sie schauen immer wieder andere. Sie wollen so viel wie möglich. Das ist also eben auch diese Strategie von Männern. Glaubst du nicht daran, dass es eine, also du glaubst, also dass es zum Beispiel eine Frau gibt, die dich sexuell und intellektuell so krass befriedigt, dass du keinen Bock mehr hast auf andere Frauen? Was ist dein Lieblingsessen? Bei mir persönlich? Mhm. Pfannkuchen. Glaubst du, Pfannkuchen dreimal am Tag über die nächsten 3 Jahre macht Spaß? Wahrscheinlich nicht, nee. Nicht so wie am Anfang wahrscheinlich. Nicht so wie am Anfang, ja. Das ist ähnlich, weil Sex ist im Kopf. Du bist schon sehr radikal, ne? Nein. Aber es ist eine Sache, die schau mal, ich war mit einer Traumfrau zusammen. Ja. Traumfrau. Wo ich sagte, wenn ich mir ein Bild malen könnte von der Frau, ihre Hüfte, ihr Arsch, ihr Gesicht, Traumfrau. Für mich eine 10 von 10. Und der Sex war fantastisch, überirdisch. Nichtsdestotrotz ist es so, dass du trotzdem Hunger hast. Ich habe den nicht irgendwie dauernd stillen wollen, aber der ist da. Mhm. Und was ich sage, ist einfach, klar, eine gewisse Kontrolle braucht's. Aber was nicht sein darf, ist, dass diese ständige Kontrolle zu einem Frust ausartet, wo du dann sagst, ich würde doch verdammt gern mal was mit einer anderen haben. Das ist natürlich. Und wenn du es hast, wenn du es jemals hattest, dann weißt du auch ganz genau, dass du danach wie so befreit bist und deine Frau sogar noch mehr lieben kannst, weil das endlich so aus dem System raus ist. Und wenn du den Sex hast, ist es meistens auch so, und das kennen die Frauen auch, dass du dann, wenn du fertig bist, denkst, war jetzt gar nicht so besonders. Okay, es war nicht irgendwie jetzt speziell und aufregend und athletischer, das spielt gar keine Rolle. Wo man sich dann fragt, aber ist es das wert, Digga, weißt du, was ich meine? So.
Es ist es nur dann nicht wert, wenn du jemand verletzt damit, ja, weil du unehrlich, ja, warst. Ja. Wenn du aber offen bist und im Grunde genommen jetzt auch, sie sagt, weißt du was, wie früher bei unseren Groß- oder Urgroßeltern, solange ich nicht weiß, mache ich mich das nicht heiß und ich weiß, dass du auch mal irgendwo vielleicht was hast, aber ich begrüße das nicht, will das nicht, aber wenn es passiert, lasse ich auch nicht gleich die Beziehung, die toll ist, detonieren. Mhm. Deswegen gleich Scheidung und Drama und Kindertrauma, das darf nicht sein. Es ist, für uns ist es ein ähnliches Grundbedürfnis wie Pinkeln. Ja, und es ist einfach, es ist da. Und jeder Mann, der das abstreitet, der ist entweder wirklich erleuchtet, und von denen kenne ich niemanden, oder der lügt. Und viele Männer lügen einfach, damit sie die Frau glücklich machen. Hm. Ist ein krasses Thema. Ich sehe auch, im Chat wird wild darüber diskutiert. Ich persönlich habe auch schon, also aus meiner Erfahrung, also es ist bei mir ist auch ein Thema, was Struggles verursacht. Viele Männer haben Angst, beschämt zu werden, wenn sie dir ehrlich sagen. Ich sag dir ganz ehrlich, Burak, ich werde nie wieder in eine Beziehung reingehen, ohne am Anfang genau zu sagen, wie ich bin und was ich erwarte. Nie wieder. Weil ich habe gemerkt, wie viel Schmerzen das kostet. Wenn du in einer Beziehung drin bist, eine Frau richtig von ganzem Herzen liebst, so, und für die sterben würdest und sie dann mit sowas verletzt, weißt du? Diesen Schmerz, den will ich nicht spüren, den will ich auch nicht, dass meine Partnerin den nochmal spürt. Ja. So, das ist halt einfach so das A und O meiner Meinung nach. So, das heißt, wenn du als Mann das Bedürfnis danach hast oder weißt, dass du jemand bist, der nicht über die nächsten, wenn du heiratest, über die nächsten 50 Jahre treu sein kann, dann sag es von Anfang an, weißt du, was ich meine? So, weil diesen Schmerz, den willst du nicht spüren und den willst du auch niemandem antun. Und ich glaube, es ist auch karmatechnisch einfach nicht gesund so. Absolut. Und deswegen im Vorfeld zu sagen, dass das bei mir nicht der Fall sein wird, das ist eine Hypothese. Weißt du, das weißt du nicht. Und wenn du dann plötzlich in der Beziehung bist, wie viele Freunde hast du, die sind in einer Beziehung, aber schauen jedem Rock hinterher? Safe. Und ich sag dir ganz ehrlich auch, dieses, was die machen mit, für mich ist es auch nicht, ey Bro, also wenn du in einer Beziehung drin bist oder seit 20 Jahren verheiratet bist und dann nebenbei eine OnlyFans-Ollo abonniert hast und der jeden Tag 1.000 Euro das schickt von krank. Dem Geld, was eigentlich eurer Familie gehört, so, das ist jetzt besser als Fremdgehen, so, weißt du, was ich meine, so, da merkst du doch, dass das Bedürfnis danach da ist, sonst würdest du das nicht tun. Und deswegen ist das so eine Sache, wo ich sage, das ist nicht gut für dich und dein Leben so. Man muss ehrlich zu sich selbst sein und man muss halt gucken, dass man das irgendwie so kommuniziert bekommt, dass es halt auch, einfach. Das kannst du nur dann kommunizieren, wenn du tatsächlich auch der Typ bist, der das abverlangen kann. Wenn du Durchschnittspeter bist, dann wirst du das nicht kommunizieren können, weil die Frau wird das nicht akzeptieren. Die Urangst der Frau, weißt du, Frauen kommen meistens, es ist immer dieselbe Argumentation. Was ist, wenn die Frau das macht? Die Frau will das nicht machen. Wenn ich meiner Freundin gesagt habe und gesagt, ihr in die Augen schauen und sie liebt mich. Mal angenommen, wir lieben uns. Sie sieht in meine Augen, sieht in mir den Mann, mit dem sie alt werden möchte. Und ich sage ihr, Baby, ich liebe dich. Ich will nicht, dass du zu kurz kommst. Und deswegen erlaube ich dir jetzt einfach so diese Freikarte zu haben, damit du Sex hast. Für einen Monat lang kannst du so viele Männer poppen, wie du möchtest, ohne Konsequenzen. Die schaut mich an und sagt, bist du krank? Was ist los mit dir? Stimmt was nicht? Genau, okay? Die fragt sich dann, ob du sie überhaupt noch liebst oder ob du überhaupt noch mit ihr zusammen sein willst. Ja. Richtig. Wenn du das Ganze aber umkehrst und die Frau dir sagt, Baby, ich liebe dich, ich will nicht, dass du zu kurz kommst, ich will, dass du mein Mann bist, Bedürfnisse hast, wenn du jetzt die nächsten 2 Monate was mit anderen Frauen hast, ist kein Problem für mich. Der Mann ist draußen. Der Mann, der lässt die Champagnerkorken knallen und er ist draußen. Das ist anders. Die Frau hat eine Angst. Ne? Die Urangst der Frau ist, dass du rausgehst, nach Hause kommst und sagst, hey, weißt du was, ich habe eine Jüngere gefunden. Ja, die ist schöner, die ist besser, ich will mit dir zusammen sein und nicht mit dir. Jetzt verliert sie alles. Sie verliert Ressourcen, Sicherheit, Schutz. Sie verliert alles. Das ist die Urangst der Frauen. Sie würden es nicht zugeben, die meisten zumindest nicht, weil sie es nicht verstehen, aber da kommt die Angst her. Bei uns ist die Urangst die, dass wenn die Frau das macht, dass wir plötzlich ein Kuckucksei im Nest haben und unsere Ressourcen, unsere Zeit, unsere Liebe, Energie dann plötzlich dem Kind von einem anderen Mann widmen, ohne es zu wissen. Das ist die Urangst, wieso, dass wir territorial sind als Männer. Ne? Aber unterm Strich muss die Frau keine Angst haben, dass der Mann wegläuft, wegen einer Olle, die einfach einen schönen Hintern hat, sage ich jetzt mal, wo es um den Sex ging,
wenn die Beziehung stabil ist, wenn die Beziehungsqualitäten gegeben sind, muss keine Frau Angst haben, dass ein Mann die Frau verlässt. Keine. Wenn die Beziehung nicht stimmt, die Harmonie nicht da ist, dann musst du Angst haben. Dann ist es so, dass der Typ sogar dich für die OnlyFans-Tante verlassen würde, wenn er es nur könnte. So, wenn er die Möglichkeit bekommen würde, ne? Klar. Ich lese mal ein bisschen vor, was die Leute hier geschrieben haben. Warte.